Ihr seid wahrlich in arger Not, die ihr nicht glaubt an einen Schöpfer des Himmels und der Erde, an einen Gott und Vater von Ewigkeit, einen gerechten Richter, der die ganze Unendlichkeit beherrscht, der auch euch geschaffen hat und darum auch von euch Menschen anerkannt werden will. Ohne den Glauben an ihn führt ihr ein nutzloses Leben, denn ihr erfüllt euren Lebenszweck nicht, ihr isoliert euch völlig, wo ihr euch doch bemühen sollt, den Zusammenschluss zu finden mit dem, der euch erschaffen hat. Und was ihr auf Erden in freien Willen tut, wird auch dereinst euer Los sein. Isoliert werdet ihr wandeln, vielleicht Ewigkeiten, wo euch niemand beistehen wird, aus der Not herauszufinden, weil ihr selbst nicht wollt, weil ihr in eurer Unkenntnis keinen Weg wisst, der euch aus eurer Einsamkeit herausführt. Die Not kennt ihr auf Erden nicht ermessen, aber sie wird euer Los sein, denn ohne Glauben an Gott sucht ihr ihn nicht, ihr verlangt nicht nach ihm, der allein euch retten kann. Der Glaube an Gott wandelt euer Denken und euren Willen, der Glaube an Gott treibt euch zu ihm, und dann erst könnt ihr Kraft von ihm in Empfang nehmen und eure Erdenaufgabe erfüllen. Ohne Glauben an Gott ist euer Denken und Wollen nur dorthin gerichtet, wo irdische Güter zu gewinnen sind, denn ihr kennt dann nichts Besseres als das, was der Körper verlangt. Ihr seid Knechte dessen, der gewissermaßen in der Materie das ihm Herrige sieht und auch das behalten will, was sich von der Materie zu lösen sucht. Ihr seid ihm zu willen, denn ihr zwar auch nicht anerkennen wollt, ihm aber dennoch dient, der euch dann auch den Lohn auszahlt, ewige Unfreiheit, aus der ihr schwer herausfindet, aus der euch nur die Liebe Gottes befreien kann, dazu aber wieder eure Wille benötigt wird, was aber erst den Glauben an einen Gott und Vater voraussetzt. Ihr seid in großer Not und erkennt sie nicht, solange ihr auf Erden weilt. Einstmals aber werdet ihr sie erkennen, und dann wird es unsagbar schwer sein, sie zu beheben, und ihr werdet viel Hilfe benötigen und müsst euch dann liebende Wesen suchen, die bereit sind, euch zu helfen. Und wohl euch, wenn ihr solche findet, wenn euch liebende Fürbitte geschenkt wird, die euch aus der Not herausführen kann. Wohl euch, wenn es einem liebenden Wesen gelingt, euch zur Besinnung zu bringen, wenn ihr eure Denken wandelt, auf Erden oder im geistigen Reich. Zuvor aber seid ihr in arger Not, und ihr müsst das Leid tragen, das ihr selbst verschuldet habt. Gott kommt euch immer wieder entgegen und sucht sich euch erkenntlich zu machen, doch ihr achtet seine nicht. Gott trägt euch seine Liebe an, doch ihr weist sie ab. Gott sendet euch Boten zu, die euch in seinem Namen belehren sollen. Ihr nehmt sie nicht auf, und jegliche Mühe dieser Boten ist umsonst. Und darum wird Gott sich ungewöhnlich in Erscheinung bringen. Er wird sich offenbaren durch die Naturgewalten,
Er wird reden zu den Menschen mit einer Sprache, die gehört werden muss und vielen zum Denken geben wird. Denn ihn erbarmt die Menschheit, die einem Schicksal entgegengeht, das überaus schwer und leidvoll ist. Und seine Liebe will den Menschen Hilfe bringen, ehe es zu spät ist. Er will den Glauben wecken und dadurch das Los abwenden von ihnen, das jedoch unweigerlich ihnen beschieden ist, so sie hartnäckig bleiben und ihn nicht anerkennen wollen. Amen.